Romantik pur fanden Brautpaare auf der 24. Hochzeitsmesse in Schloss Zeilern. Warum hält sich diese Veranstaltung an diesem Ort schon so lange? Weil sich das einfach unser Haus anbietet, durch das Ambiente, das wir heute halt zur Verfügung stellen können, das halt für Hochzeiten sehr einladend ist. Na, es heiraten jedes Jahr wieder Leute und die brauchen Informationen und es hat sich vor 24 Jahren ergeben, dass ich das mal organisiert habe. Und ja, es dürfte ein Dauerbrenner worden sein. Auf mehreren Etagen zeigten die Aussteller alles, was man rund ums Heiraten brauchen kann. Zum Beispiel Schmuck von Juwelier Theuer aus Amstetten. Wir haben einmal den Stoff, aus dem die Träume sind. Gold und Tantal. Wir haben zur Messe wieder neue Tantal-Modelle. Die sind mir sehr wichtig, weil das Material ganz einfach so speziell ist. Es ist selten, es ist immer härter als Gold. Und es macht Sinn, zum Beispiel ein Fingerprint als Muster zu gestalten. Weiters haben wir zur Messe unsere Aktion mit -10% und ein Fläschchen Sekt dazu. Die Modelle ändern sich, die Menschen ändern sich, wir finden das richtige Material. Man kann bei unseren Ringen, sei es die Breite verändern oder die Oberflächen bzw. den Steinbesatz. Um den Kunden das auch visuell zum Präsentieren zu können, arbeiten wir mit einem Konfigurator, der im Endeffekt dazu auszielt, dass man die Ringe auch dann auf der Hand sieht. Uns findet man seit dem 13. Jänner 2019 am Hauptplatz 41 in Amstetten. Als Location suchen Paare nach besonders schönen Orten. Einer dieser Plätze ist das Stift Seitenstetten für Feiern von 80 bis 450 Gästen. Wir haben natürlich zum einen die Location, den wunderschönen Festsaal in Seitenstetten im Stiftsmeierhof. Zum anderen haben wir aber auch das Stift in Seitenstetten genau nebenbei zu Fuß super zu erreichen. Dort ist die Stiftskirche wunderschön barock, sehr groß. Und wir haben auch sehr viele standesamtliche Trauungen und Agapen im Hofgarten vom Stift, der wunderschön hergerichtet wird im Sommer und wirklich eigentlich ein Traum auch für Fotos etc. ist. Unsere Hauptsaison beginnt Mitte April und endet heuer zum Beispiel erst Ende Oktober. Und bis dahin haben wir die Möglichkeiten, den Hofgarten zu nutzen. Es gibt natürlich, da man das Wetter natürlich am wenigsten beeinflussen kann, schlechte Wetteralternativen, die an jedem Datum dazu reserviert werden und die immer dabei sind und immer möglich sind. Als zünftiges Gewand für eine Landhochzeit bietet sich die Tracht aus der Wichtelstube an. Finden tut man es in Ettbe-Lambach. Linzerstraße 20. Wir sind dort Österreichs größtes Trachtengeschäft und Österreichs größte Brautabteilung. Im Thema Tracht haben wir dort. Wir haben natürlich eine eigene Schneiderei im Haus. Heute sagen wir, haben viele Feinheiten, was wir verändern und produzieren. Aber natürlich ganz wichtig auch, dass die Damen wollen sie sehen. Die Leute schlupfen ein ins Kleid und können sie gleich in Spürge betrachten, wie es dann in Wirklichkeit eigentlich gleich mal ausschaut. Tracht ist was Zeitloses und man kann in der Tracht sehr viel tun, gerade beim Heiraten, ob ich was Färbiges anziehe oder doch ein schönes, pompöses, weißes Kleid anziehe, mit Spitze oder doch einfach rein Seide, mit Farbakzenten. Man kann in der Tracht so viel tun, dass es einfach individuell und natürlich teilweise nachher auch noch tragbar ist. Wir haben natürlich auch die, was ganz spontan heiraten und natürlich einmal zwei Wochen vorher auskommen, aber natürlich die meisten nehmen sich schon ein paar Monate vorher Zeit. Damit man den ganzen schönen Tag später Revue passieren lassen kann, braucht es den Fotografen. Ich decke die komplette Bandbreite der Hochzeitsfotografie ab. Egal, ob das Brautpaar vielleicht nur ganz im kleinen Rahmen heiratet, wo einfach nur die Kamera notwendig ist. Wir haben eine Fotobox und das geht dann bis hin zu ganz speziellen Wünschen, zum Beispiel Gruppenfotos aus der Luft. Da haben wir Drohnen, manchmal fotografieren wir auch die Hochzeitslocation von oben. Es ist also, wir decken alles ab. Sehr beliebt sind die Spaßfotos durch die Mostviertler Fotobox. Und das ist mit Abstand die schönste Fotobox von ganz Österreich. Die ist in regionaler Handarbeit vom Tischler aus Amstetten oder Neufurt, ist die handgearbeitet und ist dann von einer Mostviertler Künstlerin, von der Elisabeth Schweder, ist sie handbemalt. Also eine stundenlange Arbeit, also da steckt richtig viel Arbeit drinnen. Und auf die bin ich wirklich wahnsinnig stolz. Die kann man mitnehmen für Hochzeiten, für Weihnachtsfeiern, für Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern, für alle Feiern, wo man eine Fotobox benötigt. Ein Jahr im Voraus sollte der Wunschtermin reserviert werden. Wir haben heuer ein relativ volles Haus mit über 35 Ausstellern. Ich glaube, es sind 38, aber ich bin sehr zufrieden als Organisator. Nächstes Jahr wird es wieder geben und zwar zum 25. Mal. Da werden wir sich ein paar tolle Sachen einfallen lassen. Für eine perfekte Hochzeit.